Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Eine spannende Frage. Sag erstmal Hallo, Mann. Hallo, guten Seid Tag. Seid in Gran Canaria, aber auf Gran. Macht eine Veränderung der Pumpenleistung Tag und Nacht Sinn? Hallo, Herr Kammerer, ich habe einen 35 Kubik Teich plus 7 Kubik Filter, Bürsten und Helix inklusive 3 UV mit 225 Watt. Da ich mir eine Photovoltaikanlage zugelegt habe, bin ich dabei, von 9 bis 18 Uhr die Pumpenleistung tagsüber zu erhöhen. Es sind zwar 31.000 Titaniumpumpen verbaut, nachts lasse ich jede bei 40% laufen. Das sind zusammen bei 32 Kubik 155 Watt. Tagsüber laufen sie bei 60%, gleich bedeutet 39 Kubik bei 210 Watt und bei 70 ca. 42 und 200. Ich habe mir die Frage durchgelesen, das hilft Ihnen jetzt eh nicht weiter, genau. Wenn das so vorgetragen wird. Was Peter machen möchte, ist Folgendes. Er sagt, er hat tagsüber Strom von der Photovoltaikanlage. Das hatte Tom, der irgendwann mal im Block kommt, auch bis der Blitz eingeschlagen hat. Der hat auch keinen Rasenmäherroboter mehr. So, jetzt Achtung. Er will tagsüber mit Hilfe von Photovoltaikleistung will er die Pumpenleistung stärker haben wie nachts, um Strom zu sparen. Vom Grundgedanke her sehr gut, kann auch funktionieren. Es hat nur eine Krux, was passieren könnte. Wenn wir die ganzen Versuche, die wir auch parallel zu unseren Blocks zum Arbeiten hier auf unserem Analyzer anschauen, und wir können Ammonium und Nitrit, können wir wirklich permanent, alle 8 Minuten können wir das messen. Und da sehen wir Folgendes. Ammonium verstoffwechselt sich extrem leicht, extrem viel leichter als Nitrit. Sprich, eine gewisse Menge X an Ammonium haue ich aus dem System innerhalb kürzester Zeit raus, wohingegen das Nitrit sehr viel länger braucht. Mit anderen Worten, wenn du, lieber Peter, um 17 Uhr das letzte Mal gefüttert hast und deine Anlage läuft, und ich kenne deine Anlage, sehr viel IBC-Tanks und hinten dein kleines Becken noch, ich war ja schon zum Bloggen da, dann wird, wenn du um 17 Uhr das letzte Mal fütterst, wird aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann bis 20 Uhr kein Ammonium mehr im System vorhanden sein. Das ist Verstoffwechsel. Aber Ammonium verstoffwechselt heißt, dass dann Nitrit da ist. Und Nitrit ist bedeutend schwerer bakteriell zu oxidieren, als es das Ammonium ist. Sprich, beim Nitrit sind wir sehr viel stärker darauf angewiesen, dass der Filter eine hohe hydraulische Last hat, dass das Filtermaterial vernünftig angeströmt wird, dass das Wasser, die Umweltgeschwindigkeit zwischen Teich und Filter. Mit anderen Worten, wenn du jetzt seither, und da haben wir oft beobachtet, dass das Ammonium nach der letzten Fütterung, ein paar Stunden war das weg. Wie lange hat es dann beim Nitrit gedauert? Das hat bis morgens um 3, 4, 5 Uhr gedauert. Also ist sehr zeitversetzt. Sehr zeitversetzt, bis es dann wirklich mal auf unter 0,05 war. Ja? Also es war über die ganze Nacht dann vielleicht 0,15, 0,1, so. Was jetzt passieren könnte, und das ist ein Effekt, der kann sich auch über Wochen aufbauen. Also das ist nichts Digitales, Vorsicht. Das ist was sehr Analoges, das ist was Biologisches, was lange braucht, bis es sich wieder neu eingependelt hat bei gleichbleibender Futtermenge und sonst gleichbleibenden Umgebungsbedingungen. Wenn du seither morgens einen Nitritwert beispielsweise von 0,05 hattest, dann kann es sein, dass wenn du die Pumpenleistung nachts reduzierst, dass der sich dann langsam nach oben schleicht. Dass dann irgendwann 0,07, 0,1, 0,12, 0,15 und dass dann einfach mehr Nitrit im System verbleibt, weil du nicht nur die Umweltgeschwindigkeit reduzierst, sondern auch das, was das Filtermaterial eigentlich effizient macht, die hohe hydraulische Last, dass es keine Kanalbildung oder sonst irgendwas gibt. Und das wirst du natürlich dadurch verursachen oder du schwächst das System zweifach in dem Moment, wo du die Pumpenleistung reduzierst. Allerdings, und das ist jetzt das ganz große Thema, was ich gerade erzählt habe, ist Theorie. Das wird in sehr vielen Anlagen genauso zutreffen. Bei uns würde das auch so zutreffen, wenn wir das hier so machen, auf unser Anlagensetup. Das kann aber auch sein, dass es bei dir vollkommen eine Makulatur ist. Ja? Dass es keine Bewandtnis hat, sondern dass es bei dir hervorragend funktioniert. Und drum sind das Dinge, da dürfen Sie sich jetzt nicht auf den Ratschlag verlassen, sondern du reduzierst einfach mal deine Pumpenleistung nachts. Du reduzierst deine Pumpenleistung nachts und schaust dann, was passiert. Weil den Effekt, was ich gerade besprochen habe, du musst jetzt auch den Tag nochmal angucken. In dem Moment, wenn du jetzt statt mit 0,05, mit 0,1 aus der Nacht kommst, könntest du erstmal sagen, naja, die 0,1 sind ja immer noch weit von denen 0,2 weg.
aber du hast ein Offset auf deine normale Nitritkonzentration von 0,05. Mit anderen Worten, wenn du seither im Tagesverlauf auf 0,2, was ist so die Grenze ist, wie man immer sagt, gegangen bist, dann wirst du ab sofort auf 0,25. Also du hast mehr im System. Und dann kommt genau der Effekt, den ich gerade gesagt habe, dass dann das System durch diese nächtliche immer wieder Abschaltung wirklich instabiler wird und irgendwann, und darum musst du das über Wochen verfolgen, dass du dann vielleicht plötzlich dadurch Werte provozierst von 0,3, 0,4, die du so gar nicht auf dem Schirm hattest und mit denen du auch nicht gerechnet hättest. Also es ist ein massiver Eingriff ins System. Das heißt nicht, dass ich nur meine Pumpenleistung reduziere, sondern das wird einen ganzen Rattenschwanz nach sich ziehen. Ich habe noch ein Argument. Du hast richtig beleuchtet aus der Sicht, wenn er es so machen würde. Ich hätte die Frage jetzt ein bisschen anders verstanden, und zwar, er lässt das System auf, sag ich mal, 40%, aber tagsüber aufgrund seiner Photovoltaikanlage, die ihm mehr Strom zur Verfügung stellt, macht er tagsüber mehr. Also er geht im Vergleich zu nachts seiner bisherigen Setup nicht runter, also es bleibt gleich. Dann hat er nur tagsüber den Vorteil und nachts bleibt es. Heißt, dann hat er tagsüber durch die höhere Umwälzung vielleicht einen positiveren Effekt und nachts läuft es eben Stand bisheriges System normal weiter. Ja, kann man auch, aber ich sage mal auf der anderen Seite, was nicht kaputt ist, muss nicht repariert werden. Also ich muss auch nicht mehr in das System investieren als notwendig. So Tim, jetzt machen wir mal das Ding da rein. Und jetzt kommt noch was. Achtung. Wenn du einen Trommelfilter hast, ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Vorfilter du hast, und du arbeitest mit extrem unterschiedlichen Pumpenleistungen, kann das schon mal sein, dass das Ding ins Kollabieren kommt. Aber auch beim Bürstenfilter, bei Sedimentationsfilter, du gehst jetzt tagsüber mit voller Leistung, dann schaltest du nachts ab. Das wäre ja positiv, also nicht unbedingt, weil du willst ja nachts die Fische, und jetzt kommt noch ein Argument, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Wenn um 17, 18 Uhr die letzte Fütterung ist, dann kacken die Viecher bis um 12, 1 Uhr und erst dann wird das Wasser langsam klarer. Und wenn du dann nachts deine Pumpenleistung reduzieren solltest oder sie die Pumpenleistung nachts reduzieren, dann bleibt der Schmutz erstmal im System. Und jetzt denken wir auch noch an einen Bürstenfilter, der dann nachts durch sehr geringe Flussrate, dass der dann viel Schmutz auch aufgenommen hat. Und morgens plötzlich auf einen Schlag steigt die Pumpenleistung. Das ist ein selbstreinigender Effekt, den man eigentlich jeden Morgen hat. Das merkt man, wenn man mal die Pumpenleistung auch in einem Biofilter verändert. Man hat einfach den Austausch. So, und dann hat man den Auswascheffekt. Also, ich glaube, wenn wir den Blog jetzt noch 2 Stunden machen, dann finden wir so viele Argumente, warum man das am besten einfach nicht macht. Ich glaube, so ein Keuteich lebt von der Konstanz. Also, ich würde es wirklich nicht machen. All das muss bei Ihnen, bei Peter, nicht unbedingt zutreffen, aber wir sehen, wir haben von der Wasserklarheit, vom Schmutzabtransport, vom Nitrit, von vielerlei Hinsicht her, gibt es wirklich, könnte es zu Problemen kommen, und irgendeins wird sich wahrscheinlich einstellen. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Ciao.